Hey meine Süßen und willkommen zurück zu Conan Exiles mit einem weiteren Part. Heute gucken wir mal, dass wir uns vielleicht wirklich mal Rüstung besorgen, denn da habe ich schon ein paar Kommentare bekommen und ihr habt ja prinzipiell recht, dass ich mit meinem Faserding da unbedingt was ändern sollte und wir schauen einfach, was uns der Part sonst noch bringt. Ja, solltet ihr noch kein Abonnent sein, dann holt das doch bitte gerne nach, das ist absolut kostenlos, ihr verpasst nichts, wenn ich was hochlade und ihr würdet mir damit einen riesen Gefallen tun. Und dann starten wir in den Part, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. So, und da sind wir zurück bei unserem kleinen Häuschen. Ich habe jetzt meinen Gefährten mit dem Zeug ausgestattet, was ich noch hatte. Und zwar eben eigentlich genau dasselbe, wie ich anhab. Wenn ihr mal guckt, das Einzige, was ich noch anhab, sind Handschuhe. Er hat diese Faserdinge und ihn würde ich gerne mitnehmen, denn wir werden heute zum Hügel der Toten gehen und dann nach Ausrüstung gucken und auch nach Sternenmetallwerkzeug. Aber zuvor hätte ich jetzt mal behauptet, dass wir ganz kurz zu unserem Sklavenrat gehen und gucken, ob vielleicht unser Schmied schon fertig ist. Und dann packen wir unsere Sklaven und ja, stellen sie halt bei uns in die Base. Söderle. Okay, dann lasst uns mal gucken. Die sind alle drei fertig, die nehmen wir mit. Und die Schleimsuppe nehme ich jetzt auch mal mit, damit die nicht verfällt. Und außerdem braucht er auch mal wieder was zu happern. Ja, ich weiß, es gibt auch besseres Futter für ihn. Futter. Essen. Aber das holen wir uns irgendwann anders. So, dann gehen wir kurz wieder nach Hause, um die Sklaven dorthin zu stellen. Ich habe zwar ein bisschen Angst jetzt vor dem Platzieren, weil ja der Schmied, den ich aus dem Käfig geholt habe, auch random einfach verschwunden ist. Ja, und deswegen gucken wir doch einfach mal, was mit denen dann passiert. Wenn sie halt verschwinden, dann ist es halt so. Das kann ich dann auch nicht ändern. Dann kann man einfach nur darauf warten, bis Funcom das fixt und sich dann wieder Sklaven holen. Ich meine, im Prinzip ist es mit den belebten Städten richtig geil, aber wenn dadurch halt dann immer wieder irgendwelche Bugs entstehen, dann ist es halt für viele auch nicht mehr schön zu spielen. Ich habe jetzt damit noch kein großes Problem, weil ich habe ja jetzt neu angefangen. Ich habe also keine bestehende Base mit irgendwie 200 Leuten schon drin, wo es dann noch ärgerlicher wäre. Aber ich kann euch auf jeden Fall alle super gut verstehen. Und unser Pferdchen hier ist auch fertig und es ist wieder ein braunes. Ich möchte meins. Jetzt bin ich überladen auch noch. Zifix. Eieiei. So, wir laden dann mal alles ab. Und gucken mal, also der Zimmermann, den platzieren wir natürlich, warte mal, hallo, da, sehr gut. Dann haben wir den Rüstungsmacher, den brauche ich aber gerade noch nicht und den stellen wir einfach dahin. Und dann hoffen wir natürlich, dass sie nicht verschwinden und ihr zwei kommt mal da rein. Die Schleimsuppe von mir aus auch, ich muss dann sowieso wieder ein bisschen orten. Und ich nehme auch Schleimsuppe mit, weil aus irgendwelchen Gründen auch mein Trinkschlauch verschwunden ist. Ich weiß nicht, wo ich den hin verschmissen habe. Und Schleimsuppe bringt ja auch gutes Trinki. Genau, dann reite ich mal los zu den Hügeln der Toten. Zu dem Hügel der Toten. Und dann bin ich gleich wieder zurück. So, jetzt sind wir am Ort des Geschehens. Hügel der Toten. Und ich muss einmal da lang, denn ich möchte zuerst mit ihm hier kurz quatschingern und dann schnell zum Obelisken. Dann holen wir uns auf jeden Fall auch gleich, beziehungsweise dann lege ich meine Bettstatt hin. Genau, Braga. Hallo Braga. Und tschüss. So, komm mal mit. Oh, hier steht ein Kartenraum. Das ist sehr geil. Das ist richtig cool. Dann können wir uns von hier nämlich auch wieder zurück nach Hause teleportieren. Aber jetzt gehen wir erstmal rauf und holen uns den Port. Und Brauerei Gedöns XY. Das liegt ja hier auch irgendwo rum. Und zwar da. Brauspezialist 2. Sehr gut. Einmal wieder runter mit uns. Wo sind wir denn gerade? Lass mich mal gucken. Ah ja, genau, das passt. Dann düsen wir hierher. Und Pferd. Nee, du kommst erstmal noch mit. Nee, da will ich lang. Mann.
Dann legen wir uns auch hier irgendwo schön die Bettstatt hin. Ich hätte jetzt mal gesagt, vielleicht dort hinten, weil da fangen ja die Gebäude an. Kann auch schnell was trinken, was essen. Und dann kleiden wir uns neu ein, Leute. Wir gehen also voll auf Shoppingtour. Bin gespannt, ob wir irgendwas Cooles finden und wie oft wir sterben. Gegebenenfalls. So. Ach, Bettstatt, Bettstatt. Wo lege ich dich denn hin? Geht's hier nicht? Doch, da. Okay, also Pferd, du folgst bitte nicht mehr. Und er folgt, ja, das passt. Dann schauen wir doch mal. Da hinten kämpfen ja schon zwei. Dann schließen wir uns doch mal an. Und lassen angreifen. Zeig, was du drauf hast. Mach sie platt. Oh, okay, einer ist schon platt. Dann mach halt ihn platt. Wir brauchen unbedingt bessere Waffen, ja. Ach, du hast keine Waffe in der Hand. Das kommt mir auch sehr gelegen. Mach kurz den Sound vom Spiel ein bisschen leiser. Ah, klatsch ihn um. Ah ja, super. Oh, sorry, ich klatsch dich ja auch um. Weißt du was? Dann mach mal so. Und wir looten natürlich wieder alles. Oh, der hat Dinger, bessere Dinger. Hey, wo ist eigentlich die Leiche von dem anderen Heini hin? Da. Und er hat, ja, cimmerisches Festmahl, aber mehr auch nicht. Weißt du was, dann kriegst du nochmal hier das da. Und dann, boah, ich glaube, das wird so schief gehen. Aber egal. Hey, du bleib stehen. Bleib stehen. Bogenschütze. Please. As the snake strikes, so do I. Es nervt mich, dass ich meinem Kämpfer immer wehtue. Hörst du auf? Ja gut, man sollte... Ich hasse Speere. So, den Rest machen wir. Und jetzt kommt nämlich schon der nächste angeschissen. Den kannst du wieder machen. Oh ja. Okay, er hat auch nichts. Super geil. Er hat wenigstens schon eine Sternenmetallaxt. Und die macht natürlich die macht auf jeden Fall mehr Schaden. Lass mich mal kurz gucken, was macht denn sein Ding? 30. Dann tauschen wir jetzt mal kurz. Wir brauchen hier ja eh keinen Hammer in dem Sinne. Dann kannst du bitte nochmal schnell dich hier versorgen. Welche Stufe hat er? Stufe 7. Und Namen müssen wir unbedingt auch noch vergeben. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter und schauen, wie das jetzt hier drinnen so läuft. Vielleicht gehen wir dann erstmal dahin. Jetzt sammelt sie schon wieder Steine, Alter. So, mach sie mal kaputt. Ja, da sieht der Schaden schon wesentlich besser aus. Na komm, noch ein Schlag. Sehr schön. Und sie hat auch wieder Happa Happa. Dann holen wir uns die Kiste. Beziehungsweise... Ja, die können wir mal mitnehmen. Hier sind Tattoos, wisst ihr was? Die nehmen wir mal. Der Rest kann erstmal da bleiben. Hat er eigentlich ein Tattoo? Nee, gell? Beweglichkeit, Vitalität, Mut. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall Beweglichkeit für ihn. Jetzt sieht er ja witzig aus. Und die Verbände können mal weg. Geil. Und wo ist das gackernde Hühnchen? War das nicht hier? Ja, genau. Dann gehen wir hier rein und du kannst den Schmied umklatschen. Und auch hier drin sammelt man Steine. Sehr schön. Und ich gucke mich hier um. Oh, hier haben wir wieder die geilen Kugeln. Kriegsbemalung, Präzision, Entschlossenheit. Wir können sie ja einfach mal mitnehmen.
Der macht aber ganz schön Schaden mit seinem komischen Hammer. Der. Oh toll. Und er hat eine ganz normale Kackhose. Aber wieder ein reines Aloe-Extrakt. Und die grobe Gamasche kann gleich mal weg. Eisernes Schwert auch. Und den packen wir auch weg. Ja, wir brauchen halt auch unbedingt einen Berserker. Er ist jetzt fast wieder geheilt. Das heißt, wir gehen natürlich weiter. Vielleicht aber erstmal um das große Gebäude drumherum, weil da sind ja doch immer sau viele drin. Und ich will jetzt nicht gleich, dass er irgendwie dreimal stirbt. Deswegen müssen wir natürlich jetzt ein bisschen behutsamer vorgehen. Vielleicht lasse ich ihn auch kurz stehen und okay, alleine rein kämpfen. Ich schnappe mir sie. Oh mein Gott, der haut ihn ja um, Alter. Guckt euch das mal an. Dann muss halt... Oh mein Gott. Ja. Nein, und sie haut mich auch gleich um, du blöde... Jetzt wollte ich gerade das F-Wort sagen. Blöde Kuh, ey. Komm her, du. Hä? Wie wär's? Okay, ihm helfen wir gleich auf. Was hat sie denn Schönes dabei? Toll. Wieder nur ein Unterteil. Mann, wir brauchen Oberteile. Steh auf, Jung. Na also. Geht doch. Wen haben wir hier? Wo ist eigentlich der Typ hin? Der ihn jetzt umgehauen hat? Irgendwie lost. Ah, hier steht jemand. Hat uns doch nicht gesehen. Machen wir es mal so, ganz vorsichtig. Oh nein, das willst du sein. Jetzt ist sie eh hinter mir her. Gut, was hast du? Jawohl, ein Oberteil, was keiner braucht. Lieb's. Hier ist irgendwo eine Kiste. Ach ja, den Sternmetall-Reparaturhammer können wir auf jeden Fall mitnehmen. Fragwürdiger Kessel. Deko. Und hier habe ich doch auch irgendjemanden rumlaufen sehen. Ja, genau sie. Greif sie doch mal an. Wer ist das? Ach, da Linsia ist das. Grüß dich. Die war früher auch mal End-OP. Früher. So, jetzt hauen wir sie beide um. Ah, ich will nicht, dass sie ihn nochmal umhauen. Lieber dann ich. Okay. Da Linsia ist tot. Sie hat zwar ein Sternmetall-Großschwert und das geben wir ihm jetzt auch. Und dann tausche ich gegen meine. Aber auch wieder kein Oberteil. Mensch, Leute. Ich lasse ihn jetzt mal kurz hier stehen. Oh mein Gott. Ah. Lass ihn gefälligst in Ruhe. Ich hab's dir vorher schon gesagt. Na endlich. Und er hat ein Oberteil. Very good. Ich glaube, ich möchte ihm das zuerst mal geben, dass er ein bisschen besser geschützt ist. Auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt mal vor und gucken. Aber zuerst ist hier ja noch eine Kiste. Belastung. Ja, nee. Ist schon alles belastend genug, ey. So, und jetzt gucken wir, wie es hier so läuft. Hallo? Okay, da steht schon einer auf. Ich gehe also ein bisschen zurück. Kommst du? Hi. Auf dich habe ich schon mein Leben lang gewartet. Oh nee, jetzt kommt der Nächste. Alle... Oh, fuck you. Ach. Also, ich will hier zumindest nicht rausgehen ohne ein besseres Oberteil. So viel ist sicher. So, wir können jetzt hier reindüsen. Hier liegt unsere Leiche. Okay. Essen wir auch mal das Festmahl. Und... Los, raus mit dir, du alte Hexe, ey.
Du Schmied 1, du. Schnell, er muss weg. Oh. Die hat mich einfach gekickt, die Dumme. Aber das war ihr Untergang. Und es wird auch seiner sein. Jawohl. So. Wow. Und wow. Wieder kein Oberteil. Ich will jetzt ehrlich gesagt im Dunkeln da nicht reinlaufen. Na gut. Ich glaube, sie kommen raus. Und? Ah ja, da rennt irgendwas Sternmetallmäßiges. Hi. Schaut gut aus. Na also. Und er hat ein Schild. Das kann ich mal wegschmeißen. Jetzt ist es trotzdem noch so dunkel. Kommt noch jemand mit raus? Hallo? Ich weiß, dass da noch wer drin ist. Der Träger noch? Aber war hier nicht auch noch ein Zauberer? Oder war das in dem anderen Haus? Hm. Ich glaube... Oh. Was war denn das? Wo kam denn er jetzt her? Habt ihr das gesehen? Ist einfach so hergeglitscht. So, und jetzt? Und nicht mal er hat was Gescheites dabei. Das ist doch hier zum Mäusemelken. Okay, cool. Dann haben wir die Area hier geklärt. Schauen mal weiter zur nächsten. Da ist doch schon jemand. Den Kampfschrei musst du auch noch lernen. Ist eigentlich er schon wieder jetzt? Ich habe ihn doch auf Follow geklickt. Ihn lasse ich da. Ich gehe mal alleine nach oben. Beziehungsweise versuche die irgendwie hier runter zu locken. Oh ja. Okay, weißt du was? Folg mir doch. Oh nein, da ist ja schon einer. Oh shit, jetzt kommen sie wieder alle auf ihn, ne? Geh auf ihn. Wer ist das? Der Gefängniswärter. Fucky. Fucky, das ist knapp. Oh mein Gott, bist du behindert. Oh nein, wow. Was tut sie? Alter. Ich muss mich heilen. Wo ist mein Typ? Ist er tot oder was? Nee, da liegt er. So, er darf jetzt nicht mehr sterben. Deswegen bleib da, wo du bist. Wir greifen uns jetzt die, aber wir machen es irgendwie anders. Und zwar... oh mein Gott. Ja, Leute, ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikro irgendwie abgeschissen ist. Das hat leider zurzeit irgendwie einen Wackelkontakt. Ich muss es mal zurückschicken. Denn ich habe noch Gewährleistung drauf. Ich habe auf jeden Fall hier die Typen noch umgelegt, nachdem die mich 50 Mal umgelegt haben. Mein Kämpfer ist ja gestorben, wie ihr gesehen habt. Ich habe dann hier auch aus dem Käfig den Barkeeper geholt. Voll cool, dass da jetzt tatsächlich einer drin war, weil den haben wir ja sowieso noch gebraucht. Wir haben auf jeden Fall auch eine komplette Rüstung. Ich habe mir auch ein cooles Tattoo gemacht. Jetzt sehe ich aus wie Zorro mit Bart. Und genau, das war
jetzt noch das, was hier passiert ist. Das heißt, die Mission Rüstung haben wir erfüllt und genau, ich hoffe, euch war der Part an der Stelle nicht zu langweilig, aber ich werde ihn jetzt auch beenden. Und in dem Sinne, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch mein Kanal gefällt und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss!